Das Amt der Menschen. Meldet euch ab, wenn ihr euch bei ihm anmeldet. Da geht es zum Einwohnermeldeamt, meldet eure juristische Person ab und meldet sie bei sich als natürliche Person an. Das heißt, ihr behaltet den Personalausweis, ihr könnt den Personalausweis weiter nutzen, aber nutzt ihn nur bedingt. Genau. Wie zum Beispiel Automieten, Post, da brauchst du ihn immer. Ja. Ihr könnt aber von ihm noch einen einen Ausweis, Identitätsausweis, könnt ihr machen. Aber den Persi nur für diese Sachen nutzen, mehr nicht. Wenn Polizei kommt, wozu musst du den? Weil ihr seid ja dann Menschen, ihr seid dann nicht mehr für diese NGO, ihr seid für diese NGO zuständig. Genau. Das heißt, sie sind für euch nicht mehr zuständig. Das heißt aber für euch, oh, da kann ich ja jetzt 150 auf der Landstraße fahren. Also trotzdem halten wir uns an die Verkehrsregeln. Hm. Ja. Die haben schon ihre Begründung. Warum. Das ist schon richtig. Wenn nur 30 ist, dann fahre ich auch nur 30. Richtig. Das heißt nicht gleich, oh, ich kann es machen, was ich will. Hm. Nee, nee. Weil es nämlich heißt, ihr seid nämlich aus der Gerichtsbarkeit der Bundesrepublik Deutschland raus. Ich rufe hiermit auch alle Menschen auf, sich endlich aufklären zu lassen oder aufzuklären zum Thema BRD, OPPT, freiwillige Sklaverei, Geldsystem, falls es noch nicht begriffen wurde, und anzufangen, endlich die Verantwortung für sich selbst zu übernehmen und sich selbst aus dieser Sklaverei befreien. Und wie das geht, erfahrt ihr auf der Seite Menschenrechtgerichtshof.de oder auf dem YouTube-Kanal Menschenrecht TV. Okay, lass uns nochmal ein bisschen zurückkommen. Du hast ja auch auf der Deutschlandkonferenz, auf der ersten in der Schweiz gesprochen. Wir haben das auch auf Vollwurst TV drin. Das heißt, es ist eine sehr, man muss schon ein bisschen weiter ausholen, um die Gesetzeslage bei uns eigentlich überhaupt begreifbar zu machen. Kannst du das in Kurzform sagen? Was haben wir hier eigentlich für so eine Situation in der BRD? Es ist immer quasi noch Besetzungsrecht der Alliierten in der BRD und ist die BRD ein Staat? Das wird ja auch immer wieder angezweifelt. Kann man das irgendwie zusammenfassen, was bei uns gerade die spezielle Situation ist? Also wie schon vorhin erwähnt, ist die Bundesrepublik nur eine demokratische Wirtschaftsverwaltung. An dieser Situation hat sich seit 1950 nichts geändert. Es hat sich so dahingehend etwas geändert, dass wir natürlich das Amt für Menschenrechte errichtet haben. Jetzt wird jemand fragen, ja, was bedeutet das? Also die Bundesrepublik hat nur Verwaltungsrechte. Ja, der Bund tritt in die Rechte und Pflichten der Verwaltung der Vereinigten Wirtschaftsgebiets ein, Artikel 133. Und es gilt hier ausschließlich das Verwaltungsverfahrensgesetz. Und nach dem Verwaltungsverfahrensgesetz, zum Beispiel § 2, sind Weltanschauungsgemeinschaften ausgeschlossen von dieser Gerichtsbarkeit, das heißt autark. Und damit hat man das Volk, das deutsche Volk, von diesem System, von diesem Firmensystem der Bundesrepublik getrennt. Jetzt müsste ich natürlich ausholen, das heißt, ich hole jetzt hier ungefähr 60 Jahre Menschenrechte nach und Entwicklung der Bundesrepublik. Die Bundesrepublik ist völkerrechtlich gesehen eine Personengesellschaft, eine GmbH. Ich sage das nicht nur so, sondern das kann man auch sehr gut nachvollziehen und auch beweisen. Diese Personengesellschaft ist nach dem Krieg von den Alliierten gegründet worden. Sowas nennt man Personengesellschaft und sie hat keine eigene Rechtspersönlichkeit. Sie ist nur teilrechtsfähig. Und unter dieser Teilrechtsfähigkeit, nämlich nur innerhalb der Wirtschaft, konnten sich keine staatlichen Strukturen bilden. Und deswegen haben wir hier nur Verwaltungseinheiten, die Polizeiverwaltung, die Stadtverwaltung und andere. Und diese anderen, ich sag mal, Ämter, die sich immer noch Amt nennen, Amtsgericht und wie auch immer, sind keine Ämter, sondern das sind Behörden. Aber das wird ja auch immer mehr umgesetzt, dass man zum Beispiel gar nicht mehr Arbeitsamt sagt, sondern es ist eine Agentur. Das heißt, in vielen Bereichen fällt der Begriff Amt im Grunde, wird er schon rausgenommen. Weil wissen die das, dass sie da auf dem Eis wandern, wenn sie das Amt nennen, oder?
Also neben der Verwaltung ist natürlich die so Art Profit Center entstanden, dass die selbstständig versuchen, wirtschaftlich auf die Beine zu kommen, aber das funktioniert natürlich nicht, weil sie staatliche Strukturen vortäuschen. Ich hatte ja in den vorigen oder überhaupt in meinen Interviews bisher gesagt, man sollte die Rittersturzkonferenz nachlesen. Es handelt sich hierbei um eine Simulation eines Staates. Es handelt sich hier nicht um einen Staat. Jetzt, wo wir das Interview führen, habe ich das Gefühl, dass ich sehr, sehr viele Dinge erzählen kann. Aber ich will jetzt versuchen, mal die wesentlichen Punkte auszuarbeiten. Eine öffentliche Stelle der Verwaltung ist eine Behörde. § 1 Absatz 4 Verwaltungsverfahrensgesetz. Und auf die aktuellen oder gegenwärtigen Probleme hin möchte ich dazu sagen, dass jemand sich in Menschenrechtsverletzungen strafbar gemacht hat, weder verfolgt, bestraft, in Haftung genommen wird, noch die Opfer entschädigt und rehabilitiert werden. Das deutsche Amt kann das machen, weil es ist nicht im Gesetzesbuch der Bundesrepublik verankert, sondern das ist ein Teil unseres Amtes. Unseres Amtes deswegen, weil wir nicht keine Verwaltung sind, sondern ein Amt sind. Der Unterschied zwischen einer Verwaltung und eines Amtes liegt darin, also Behörde ist eine Verwaltung und ein Amt ist ein Entscheidungsregel, liegt darin, dass die BRD grundsätzlich nach Artikel 133 nur Behörden haben kann. Also auch die Polizei ist eine Behörde. Die Stadtverwaltung ist eine Behörde, die Gerichte sind Behörden, also es heißt nicht Amtsgericht, sondern es heißt Gerichtsverwaltung. Amtsgericht heißt es deswegen, weil man den Namen einfach fortführen kann nach HGB, weil es schon immer so geheißen hat, führt man den Namen weiter. Aber im richtig heißt es heißt Gerichtsverwaltung. Dort werden die Sachen nur verwaltet. Deswegen gibt es nach § 15 16 GVG, keine staatlichen Gerichte mehr seit 1950, sondern nur Ausnahmegerichte. Und zwar nach dem Kontrollratsgesetz. Nach dem HGB halt. Also die Schiedsgerichte und andere Gerichte, aber es gibt keine staatlichen Gerichte. Das System in der Bundesrepublik ist also sehr kompliziert in der Zwischenzeit aufgebaut, weil sehr viele Mutationen passiert sind. Die Polizei maßt sich zum Beispiel an, Rechte zu haben, die sie gar nicht besitzt. Sie darf nur verwalten, sie darf also nur das katalogisieren, sie darf nur bei Gefahr im Verzug etwas machen. Da es keine Staatsgerichte gibt, gibt es auch keine Staatsanwaltschaften. Und wenn man sieht, dass niemand mehr unterschreibt, dann kommt man auf die Idee, man hat hier eigentlich blanke Willkür. Ich komme jetzt mal zu diesem Thema, was auch vor einigen Tagen bei Amnesty International war. Dort ging es darum, um die Kennzeichnung von Polizisten und Ähnlichen. Und diese Kennzeichnungspflicht bringt überhaupt nichts, weil man kann ja nur einen Straftäter verfolgen, wenn die Straftat strafbar ist. § 1 Strafgesetzbuch. Keine Strafe ohne Gesetz. Und da die Menschenrechtsverletzung eben kein Straftatbestand darstellt in der Bundesrepublik, ich hatte bei verschiedenen Petitionen beim Bundestag eigentlich keine Petition, sondern wir haben das angeordnet von Amt für Menschenrechte, dass die Menschenrechtsverletzungen bei ihnen unter Strafe gestellt werden. Sie konnten es nicht und wollten es auch nicht. Also das zu diesen Volksvertretern, sage ich mal so. Und das heißt, dieses ganze System, die ganze Wirtschaft ist seit 50 Jahren unter dem Mangelerscheinung der Menschenrechte entstanden, wobei die Wirtschaft forciert worden ist. Deswegen glauben zum Beispiel andere Staaten, die Bundesrepublik ist ein tolles Land, weil sie vergleichen Wirtschaft mit Menschenrechten. Ich weiß jetzt nicht, ob du bei uns zugehörig bist in der Gemeinschaft der Menschen, beim Internationalen Zentrum für Menschenrechte. Das Problem besteht darin, wenn solche Erklärungen abgegeben werden, dann werden sie unmündig abgegeben. Also es gibt keinen Rechtsanwalt, ein Mensch kann dem anderen Menschen nur seinem Recht beistehen. Es gibt auch nicht, dass jemand sein Recht an den Anwalt vertritt, weil der Anwalt würde ja das Recht des Menschen sich anmaßen zu verwalten. Das ist eigentlich nicht erlaubt. Damit würde der Mensch unmündig werden. Jetzt kann ein unmündiger Mensch auch nicht seine Rechte
selbst vertreten, wenn er sich selbst unmündig gemacht hat, sondern du wärst dann in rechtlicher Konsequenz, würdest du der Rechtbeistand sein, um seinem Recht beizustehen. Der Sprachgebrauch in Deutschland ist dermaßen fatal kaputt, dass eben diese Unmündigkeit, Aufklärung ist der Ausgang des Menschen aus seiner selbstverschuldeten Unmündigkeit, dass die Sprache uns in der Zwischenzeit unmündig gemacht hat. Deswegen, wenn man die ganzen Soap-Sendungen anguckt, wo drin steht Polizeibeamter und Finanzbeamter und Vollstreckungsbeamter, diese Personen gibt es in der Naturrecht überhaupt gar nicht. Und jeder kann das nachvollziehen, jeder kann das prüfen. Ihr sollt uns das nicht glauben. Wenn ihr einen Polizisten seht, fragt ihn, ob er Polizeibeamter ist, dann sagt er, ohne rot zu werden, ja. Und wenn man sagt, dann beweis mir mal mit einem Ausweis, dass du Beamter bist, dann läuft er weg, wie ein frisch erwischter Dieb bei Mediamarkt. Oder er zeigt seine Pistole und sagt, das ist mein Ausweis. Ein sozialer Bundesstaat bedeutet, dass eben die Leute, die nicht arbeiten, die eben diese ganzen Gewalttaten verüben, die auch uns hier verwalten, zwangsweise verwalten, sich selbst nämlich zum Sozialstaat machen. Das heißt, jeder sogenannte Bedienstete, der ja behauptet, Beamter zu sein, der ja niemals in die Steuerkasse oder in die sogenannte Rentenkasse gezahlt hat, lebt von unseren Rentengeldern als Pension. Und das ist der Bundesstaat, beziehungsweise der soziale Bundesstaat. Die sogenannte Haftanstalt, die sogenannten Behörden bis hin zu Ministerien und auch die Polizeiakademien in ganz Norddeutschland und Mitteldeutschland sind hier zu diesem Thema eingeladen worden. Und wir versuchen natürlich jetzt in einer kleinen Runde, es war geplant in einer großen Runde, das geht hier um Hunderte von Personen, von juristischen Personen, die eingeladen worden sind von deren Vertretern, aber nicht ein einziger ist hier erschienen. Und das zeigt doch, wie respektvoll sie das öffentliche Recht sehen, wie respektvoll sie mit Menschen umgehen, wie respektvoll sie für Menschenrechtler hier auftreten, nämlich gar nicht. Ja. Und das ist also beschämend in einem sogenannten Staat, wo sich das deutsche Volk sich zu den Menschenrechten bekennen soll. Weil die Sache ist ja die, dass im Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland, da steht ja gleich im ersten Artikel drin, das deutsche Volk bekennt sich zu den Menschenrechten. Als Grundlage jeder menschlichen Gemeinschaft und des Friedens in der Welt. Also nicht nur in Deutschland, gleich in der gesamten Welt. Und das ist ja so ein Glaubensbekenntnis. Ja? Andere bekennen sich, früher haben sich die Deutschen zu Gott und Kaiser bekannt. Und manche bekennen sich ja zur katholischen Kirche oder zum Papst. Wir sind ja jetzt Papst. Ist von anderer Staat sozusagen. Ja. Vatikanstaat oder Vatikanstadt ist ja ein ganz anderer Staat. Aber wir sind ja hier in Deutschland. Und im Grundgesetz steht drin, das deutsche Volk bekennt sich zu den Menschenrechten. Aber so eine... Also im Prinzip müsste man ja hier jetzt so eine Menschenrechtsunterricht in der Schule machen und Menschenrechtskirchen haben und sowas alles. Ja, genauso wie es die Kirche auch macht. Gibt's aber alles nicht. Ja? Ist das nicht merkwürdig? Weil diese internationalen Menschenrechte, die ist ja das Fundament, auf dem die ganze UNO aufbaut. Da gibt's ja diese UNO-Charta, der ganze Völkerbund. Und der Witz an der Sache ist ja der, dass Deutschland ja bis zum heutigen Tage ein Feindstaat der UNO ist. Es gibt ja gar keine Friedensverträge. Und das, obwohl im Grundgesetz drin steht, das deutsche Volk bekennt sich zu den Menschenrechten. Das macht aber keiner was in der Richtung, deswegen gibt es auch keine Friedensverträge. Verstehen Sie, was ich meine? Nee, ne? Nee, richtig nicht. Ich komme noch mal dazu, um das noch ein bisschen abschließend das noch zu erklären, dass also durch die Demokratie eigentlich keine Menschenrechte erschaffen werden können, weil der größte Demokrat bis jetzt war Adolf Hitler, und Adolf Hitler
was Adolf Hitler erlassen hat, er hat nichts mit Menschenrechten zu tun. Also kann Demokratie auch nichts gemeinsam mit Menschenrechten zu tun haben. Denn wenn man zur Wahl geht, kann man ja auch seine Stimme nicht abgeben, weil die Stimme ist der Geist, nämlich der Wind des Atems. Und den kann man natürlich, die Stimme kann man nicht übertragen, weil sie einem Menschen selbst gehört. Naturrecht ist vorstaatliches Recht und deswegen schreibt auch das Bundesministerium der Justiz, dass sie also, dass es das deutsche Volk nicht erkennen kann in einem Personalkult. Das ist auch richtig, weil sie funktional ist und sie können auch sich zum den Rechten eines Gerichtshofs, eines rechtsstaatlichen Gerichtshofs nicht äußern, weil sie es nicht haben. Völkerrecht ist, bedeutet Gesetz, also durch Satzung gesetzte Ordnung für die Person im Strohmannsrecht. Aus der Rechtsaufsicht des Naturrechts ergeben sich legitime derivate Gesellschaften nur unter der Rechtsaufsicht der Gesellschaft der Menschen. Es gibt aber ein Amt der Menschen. Das ist ein internationales Amt für Menschen. Nee, Internationales Zentrum für Menschenrechte nennt sich das. Genau. Der Staat hat ja das Genfer Abkommen auch unterzeichnet. Richtig. Und somit das Amt der Menschen haben auch nur einen Gerichtshof der Menschen. Und die kümmern sich darum, wenn du dich beim Amt der Menschen anmeldest, dich registrierst, dann kümmert der sich darum. Und zwar deine juristische Person, die du ja die ganze Zeit rumschleppst, die meldet er um, nicht wahr? Und nach Genfer Abkommen, Artikel 132, Teil 4, jede internierte Person wird vom Gewahrsamsstaat freigelassen, sobald die Gründe, welche ihre Internierung verursacht haben, nicht mehr bestehen. So, und jetzt pass auf. Artikel 24. Kollektives Sicherheitssystem. Der Bund kann durch Gesetz Hoheitsrechte auf zwischenstaatliche Einrichtungen übertragen. Zwischenstaatliche Einrichtungen heißt das Amt der Menschen. Richtig. Und das ist genauso ein NGO. Das hat er alles schon erledigt, erfüllt, unterschrieben in Den Haag. Die Bundesrepublik Deutschland kann nur Sachen behandeln. Ja. Aber nicht den Menschen. Du hast aber trotzdem das Recht zu entscheiden, weil du entscheidest dann diesmal selbst, weil du ja schon bewusst bist, wann du die Person noch nutzt. Genau. Und nur für deine Zwecke. Nicht mehr für deren Zwecke, sondern für deine Zwecke. Weil die Bundesrepublik Deutschland ist in deiner Schuld. Nicht du in deren Schuld, genau, sondern die in deiner Schuld. Es ist so. Ja, und das ist ja die alle Welt. Gesetze sind nur für Personen. Nur. Aber nur. Es erkennt keinen Menschen. Die Gründe ist, der Mensch ist hier nicht mal in dieser Gesellschaft rechts- und geschäftsfähig. Der ist eigentlich schon behindert. In dem Fall, könnte man auch schon sagen. Weil er kann hier nicht mal arbeiten. Weil er der erstens, der Mensch hat keinen Namen. Er hat keinen Namen. Weil du einfach nur ein Lebewesen bist. Richtig. Wann hat ein Lebewesen einen Namen? Ja. Hast du nicht. Damals wurden auch nur der Bauer war, dann wurde der bloß Bauer genannt. Oder genau. Der Bäcker gemacht hat, dann den hat er bloß Bäcker genannt. Richtig. Es muss ein Grund gegeben werden, um das zu rechtfertigen, was hier in dieser Gesellschaft herrscht, in dieser Konsumgesellschaft. Ja? So, da aber die Bundesrepublik Deutschland, lesen, Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland. Merkt ihr was? Dass dieses Grundgesetz nur für diese Fiktion, die es Bundesrepublik Deutschland nennt, da ist. Wer hält sich denn daran? Nur die Bundesrepublik Deutschland. Und wer ist das dann letztendlich, der Ausführende? Das sind nur Politiker und denen interessiert es aber einen Scheiß. Nee, das stimmt schon. Die halten sich an das Grundgesetz. Genau, aber nicht an die Grundrechte. Und er sorgt dafür, dass er dir die Augen mit öffnet und dir sagt, pass mal auf,
Du bist das Recht. Du bist doch der Mensch. Was hast du mit deren Sache zu tun? Hier geht es nur um Sachenrecht und um Personenrecht. Hier geht es um nichts anderes. Menschenrecht interessiert die nicht. Aber das Amt und der Gerichtshof und den Haag, das internationale Strafgerichtshof. Internationale Strafgericht. Genau, Strafgericht. ICC. ICC. Das sind Vereinigungen, die für Menschen da sind. So, und jetzt gehen wir mal auf den E-Artikel 25. Da ist auch nochmal ein kleiner Hinweis. Allgemeines Völkerrecht als Bestandteil des Bundesrechts. Die allgemeinen Regeln des Völkerrechts sind Bestandteil des Bundesrechts. Sie gehen den Gesetzen vor und erzeugen Rechte und Pflichten unmittelbar für die Bewohner des Bundesgebiets. Gehen wir jetzt mal auf das Genfer Abkommen, und zwar Artikel 142. Teil 4, Durchführung des Abkommens. Abschnitt 1, allgemeine Bestimmung. Das ist nämlich ein Vertrag, an dem sich das Amt der Menschen hält. Aber die Bundesrepublik Deutschland nicht, obwohl sie den Vertrag auch unterzeichnet hat. Richtig. Natürlich will man das den Menschen nicht erklären und auch mit Sicherheit auch nicht wollen, dass die Personen aufwachen aus ihrem, ja, wie soll ich sagen, bürgerlichen Tod. Denn sie sind ja keine Bürger, sie sind Einwohner und haben gar keine Rechte. Es gibt unzählige Menschen da draußen, die schon so weit sind. Wir sind schon so weit. Ja. Auch für euch, die noch in diese Intermezzo, diese Bundesrepublik Deutschland noch nicht so ganz klar sind, ihr könnt euch da erstmal anmelden. Das ist erstmal übergangsweise. Das deutsche Volk, das moralische deutsche Volk, ist eigentlich am 22.11.2009 gegründet worden. Der Ausstieg aus der Bundesrepublik beziehungsweise der Exodus nach Genesis durch zwei Artikeln hier stattfinden kann. Einmal der Ausstieg aus dem System durch Artikel 139, Entnazifizierung. So, und wenn Sie das alles nicht wollen, dann müssen Sie Ihren Feindstatus, Ihren persönlichen Feindstatus nach außen zeigen und sagen, ich will kein Nazi mehr sein. Das ist nicht so schwer, nicht so viel verlangt. Das geht auf keinen Fall. So, und das heißt, kann jetzt nicht. So, und das heißt, ganz einfach, diese von der Situation her, wenn man das Thema verstanden hat, dass man immer noch in der Nazi-Kolonie unterwegs ist, weil die Staatsangehörigkeit von Hitler doch da ist, also das heißt die Glaubhaftmachung, dass man sogar vogelfrei gemacht worden ist, also völlig entrechtet und entmachtet in einer Kolonie rumhängt, wenn man das alles auf dem Pin hat, dann macht man die Entnazifizierung nach Moskau, man macht sie dringend. Man füllt die Dokumente aus, so wie man es kann, ganz einfach, und wie man es auch vermarkt, und raus damit. Ganz einfach, nichts weiter mehr tun. Das kann man so deutlich wie nur was machen. Ja? Das ist also nicht mal einschüchtern lassen, voll auf Widerstand gehen. Und wie gesagt, bei jedem Bürger der Bundesrepublik hier in Wittenburg, der außerhalb von Rüdiger Hoffmann sein Hintern hochkriegt, der tatsächlich schafft, sich selbst in die Verantwortung zu nehmen, da schaffen die so oder so nichts mehr. Weil beim Amtsgericht, du fürs Lust, werden die Gelder akquiriert wie Brötchen backen. Und wenn einer einen Widerspruch erhebt, dann ist das Brötchen nicht da, dann kommen sie nicht weiter. Das ist ganz deutlich. Ganz, ganz deutlich. Man kann einfach einen Einzeiler machen. Hiermit erhebe ich Widerspruch, Zurückweisung ausdrücklich, weil sie haben keine hoheitlichen Rechte. Schönen Tag. Reicht. Sie sind eine privatisierte Einrichtung. Ende. Firmen haben keine hoheitlichen Rechte. Die Bundesrepublik Deutschland hat sich selbst privatisiert, hat alle ihre staatlichen Hoheiten damit freiwillig abgegeben, um den Banken und Konzernen der großen internationalen Bankenmafia gefällig zu sein. Da wird sie weiterhin schön ihre Mafia-Geschäfte machen können. So, und aus diesem Grund haben sie das eine hingenommen, dass sie ihre hoheitlichen staatlichen Rechte selber abgegeben haben. Ganz wichtig, die haben sie selber freiwillig abgegeben. Das heißt, man braucht dieser BRD in keiner Art und Weise mehr Folge leisten, aber den Gesetzen in Deutschland. Den Gesetzen ja, auf jeden Fall, vor allen Dingen den Grundgesetz, das höchste Rechtsnorm. Und über den Grundgesetz hinaus dem Völkerrecht.
und über den Völkerrecht mit verbunden den sogenannten Menschenrechten. Das heißt, man kann also dieser BRD ganz eindeutig sagen, mit euch spielen wir nicht mehr mit. Ist egal, was los ist. Wir spielen mit so einer Mafia nicht mehr mit. Auf keinen Fall. Unter keinen Umständen. Diesen Leuten kann man nur eins zeigen, die rote Karte. Mehr geht nicht mehr. Also total. Und wie gesagt, einfach sich auch solidarisieren, untereinander sich austauschen. Bildet endlich Gemeinschaften, liebe Bürger, liebe Mitmenschen. Solidarisiert euch, besiegt die Angst. Kommt ihr, trefft euch in euren Städten und Gemeinden einmal in der Woche für eine Stunde mal auf dem Marktplatz oder vom Rathaus und diskutiert mal ein bisschen eure Sachen. Kommt mal wieder zusammen. Ja, ganz wichtig, dass ihr euch solidarisiert. Habe ich am Bezirksrichter hier folgendes E-Mail geschrieben. Guten Morgen, Herr Dr. XY. An alle im Verteiler. Ich bitte um Verzeihung, aber es war gestern wieder ein Besuch vom Bezirksgericht Landeck bei mir mit Herrn Gerichtsvollzieher. Was ist bitte daran nicht zu verstehen, wenn die Verwaltungseinrichtung Republik Österreich nicht mehr für mich zuständig ist? Das Amt der Menschen ist laut den völkerrechtlichen Verträgen meine hilfende Nichtregierungsorganisation und ist die Heimschaffung der internierten Personen aus dem Zweiten Weltkrieg vollzogen. Dies wurde in den letzten 70 Jahren von der Politik vergessen und das Volk wurde darüber nicht berichtet. Kein Polizist führt das vierte Genfer Abkommen mit, wie es beschrieben ist, Artikel 142. Darf ich Sie hierbei um Aufklärung bitten, Herr Dr. Z? Verstehe ich hier etwas falsch oder ist es so? Es ist doch Fakt, dass die Republik Österreich von den Alliierten eingerichtet wurde, damit nie souverän sein konnte, somit nur eine Verwaltungsfirma darstellt, die keine Menschen, welches Grundrecht in sich tragen, sondern nur Dinge und Sachen in Form von Personen walten kann. Es ist sehr bedenkenswert, dass niemand den Ernst der Lage möchte, darf, kann und die Eitelkeit von den Staatsbediensteten so lange provoziert, bis etwas Schlimmeres passiert. Gewiss nicht von Menschen, die im Frieden und guter Absicht dienen sprechen. Es kann aber nachher niemand mehr sagen, wir haben es nicht gewusst.